Servus, liebe YouTube-Zuschauer. Hier vor uns haben wir eine Kompaktanlage von Telefunken. Und zwar ist es das Compact Center 6002 HiFi. Und wir haben hier eben einen Kassettenrekorder drinnen mit schön großen Aussteuerungsanzeigen und mit Sensortasten. Also das ist wirklich ein sehr hochwertig verarbeitetes Gerät. Das stammt aus dem Jahr 1975. Ja, und ist wirklich solide aufgebaut. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich selten gut, dieses Gerät. Ja, vor allem hier Kassettenrekorder, wenn man bedenkt, Kassettenrekorder in den 70ern, was war das? Da haben meistens die Japaner uns ich möchte jetzt nicht böse sagen, zugemüllt. Die haben natürlich hochwertige Sachen gebaut auch. Aber ja, ist ja eine Riesenflut an japanischen Geräten zu uns nach Deutschland gekommen in den 70ern. Und dieses Gerät hier, dieses Telefunkenstudio, ist eben noch wirklich made in Germany. Auch dieses Kassettenlaufwerk hier ist eigene Telefunkenentwicklung hier. Und wir sehen schon hier, wir haben hier so Drücktasten, also nicht wie man es kennt, so mechanisch, dass das alles hier angestellt wird, sondern das ist hier schon, sag ich mal, da steckt schon eine digitale Logik dahinter hier mit diesen ICs da. Also das ist schon, muss ich ehrlich sagen, wirklich ein tolles Gerät. Ja, deshalb wollte ich euch das gar nicht vorenthalten, weil ich mir gedacht habe, das sollte man vielleicht mal gesehen haben. Ja, bis jetzt habe ich eigentlich mal dieses Kassettenteil, mich um das gekümmert, weil da war der Riemen gerissen und demzufolge funktionierte natürlich das auch nicht. Deshalb habe ich den ersetzen müssen. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt da den passenden Riemen überhaupt mal gehabt habe. Da habe ich ein bisschen suchen müssen, dass das alles gepasst hat, aber jetzt hat funktioniert das wieder. Ja. Was war noch? Der vorherige Besitzer von dem Gerät hat mir noch gesagt, irgendwie es sei was an der Endstufe, dass das nur auf einem Kanal spielen würde. Das war auch so, aber am Ende hat sich dann eben hier der Balance-Regler als Übeltäter herausgestellt. Der hatte einfach Kontaktprobleme und nach ein paar Mal auf- und abschieben hat dieses Gerät auch wieder Töne von sich gegeben auf dem rechten Kanal. Der rechte Kanal hat nicht funktioniert. Ja, also muss ich ehrlich sagen, elektronisch gesehen habe ich jetzt nicht so viele Probleme feststellen können. Trotzdem hier, dass die Sachen hier schon bald an die 50 Jahre alt sind, die da drinnen sind. Gell? Ja, zu den Sensortasten vielleicht noch, die sind ja auch berüchtigt. Ich meine, wenn eine Fliege drauf fliegt, dann verstellt die den Sender. Das ist mir lustigerweise gestern beim Probelauf hier passiert. Da habe ich diese Station hier, das sind die Tasten hier zum Bereich auswählen, Langwelle, Mittelwelle und so. Und das hier sind die Stationstasten. Naja, auf jeden Fall war im UKW-Bereich eingeschalten und dann kam eine Fliege und hat sich auf die Sensortasten gesetzt und hat einfach mal auf Mittelwelle umgeschalten, ja. Also das, sage ich einmal, ist halt dann die Eigenheit dieser Sensortasten, dass hier die Insekten dann auch schon hier eine Entscheidungsgewalt haben über das Radioprogramm. Gut, ja, was bleibt denn noch zu tun? Also das ist auch noch so eine Sache hier. Wir sehen hier, ich drehe hier an dem Sendewahlrad und der Zeiger bewegt sich nicht. Die Skalenschnur ist gerissen, ja. Das ist interessant, wie man das hier erneuert, weil da unten geht es rum. Da kommt man ein bisschen schlecht hin. Man muss dazu die Bodenplatte abnehmen, um das dann von unten her einfällen zu können, ja. Das ist jetzt noch so eine Arbeit, die ich jetzt erledigen muss noch. Ja, das wird jetzt noch gemacht und dann würde ich nachher einen kleinen Testlauf vorschlagen und euch einmal dieses Gerät ja vorführen und zeigen, was das alles so kann, weil ich bin wirklich begeistert von dem Gerät. Endlich mal eine Kompaktanlage mit einem wirklich vernünftigen ja Kassettenrekorder, der wirklich was taugt und kein Glump ist. Ja, und eben noch in diesem 70er-Jahre-Design, was mir sehr gut gefällt. Gut, zum jetzigen Zeitpunkt seht ihr das noch nicht richtig, weil ja der Oberteil, also die Haube ab ist. Aber mir gefällt es eben recht gut und
ja, das lohnt sich doch wieder instand zu setzen und zu reparieren. Was noch zu nennen ist, ist hier, ich habe hier gerade, das ist ja die Abdeckung hier von dem Kassettenteil hier, was da dann da drauf kommt. Da ist leider hier die Klappe, hier schon mal, hier abgebrochen. Da schaut das Plastikteil, ja, da hinten ist es auch rausgebrochen, da hat die Feder wohl mal, ja, mit zu starker Gewalt da drauf gedrückt und hat dann das Plastik kaputt gemacht. Ja, das muss ich kleben mit Sekundenkleber, werde ich jetzt versuchen. Ja, alles in allem bin ich wirklich zufrieden mit dem Teil. Ehrlich war, muss ich wirklich sagen, es ist ein schönes Gerät. Ja, wir haben hier auch diverse Leuchten, Kontrollbirnen hier. Ich glaube, die hier, bin mir jetzt gar nicht gerade sicher, die zeigt mir an, ob es ein Chromdioxidband ist. Und die hier ist dann die Dolby-Kontrollleuchte. Und hier haben wir auch noch Glühbirnen hier. Die signalisieren dann den Betriebszustand, also ob das Band vorspult oder zurückspult oder eben wiedergegeben wird, sozusagen, ja. Hier haben wir dann noch unsere Feldstärkeanzeige. Ja, und dann noch hier auch noch. Aber das sehen wir dann alles im Betrieb nachher, wenn das dann soweit alles fertig ist und euch gezeigt werden kann. Aber ich wollte euch ja mal kurz hier einen Einblick gewähren. Hier ist übrigens noch der Schaltplan von vorhin. Ich dachte am Anfang, ich brauche ihn, aber das hat sich ja dann mit dem Balance-Regler herausgestellt, was man eigentlich ja als erstes machen sollte. Aber ich habe da zu sehr auf den Besitzer vertraut, der mir noch gesagt hat, ja, er hat schon alles versucht, er hat die Regler rauf und runter geschoben, es hat nichts geändert dran, das kam nur ein Kanal. Da habe ich mich halt auf die Suche mal begeben und habe irgendwie gemerkt, ja, das scheint alles in Ordnung zu sein, dann war es tatsächlich der Regler da, gell? Na, aber gut, ist ja besser so, wenn es so, nur sowas ist und kein Endtransistor kaputt ist, den man dann austauschen muss, ja. Na gut, also dann, wie gesagt, erneuere ich jetzt hier noch die Skalenschnur und dann führen wir das Gerät vor. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, das Skalenseil zu erneuern, das ist eine schnelle Sache. Aber damit habe ich leider nicht gerechnet, dass nämlich der Dreco fest ist. Und nur deshalb ist auch das Skalenseil gerissen, weil wahrscheinlich jemand versucht hat, den Sender zu verstellen und hat halt mit sehr hoher Kraft dann hier am Rad gedreht und dann hat sich halt das Seil verabschiedet dabei, weil es den Belastungen dann nicht mehr standhalten konnte. Ja, ich habe jetzt über Nacht mal den Dreco ein bisschen eingesprüht mit so einem, ja, Spray, was das lösen soll, dass das wieder gangbar wird. Wahrscheinlich wird es aber noch nicht so freigängig sein, also ich werde es jetzt so machen, dass ich den Dreco jetzt ausbaue und dann versuche ich oben an der hier an der Achse mal mit einer Zange das. Man muss aber höllisch aufpassen hier, dass man diese Platten da nicht verbiegt. Ne? Das ist fatal, wenn die verbogen sind, da stimmt wieder nichts mehr und das Ding, ja, funktioniert nicht mehr gescheit. Also das ist ganz elementar jetzt, dass man da aufpasst. Gut, deshalb löte ich jetzt hier erstmal die Kabel ab hier, die zu dem Dreco hingehen. Und dann versuche ich eben ganz vorsichtig, den wieder gangbar zu machen. Und dann im Anschluss das Skalenseil neu zu machen. Hat man ja schon einen Seilaufplan runtergeladen. Im Internet habe ich einen gefunden. Weil, ja, mit Seilaufplan ist es einfach besser, so ein Seil zu machen. Ja, ohne Seilaufplan, dann legt man es falsch auf, dann wandert der Zeiger in die falsche Richtung. Das habe ich alles schon gehabt. Das ist Zeit, sage ich mal, die, ja, die kann man besser nutzen, anstatt jetzt da Ewigkeiten auszuprobieren, wie man denn das Seil auflegt. Ja, das mache ich nur, wenn ich wirklich keinen Seilaufplan nicht finde. Aber gut, jetzt zuerst eben den Dreco gangbar machen. So, der Dreco funktioniert jetzt nun wieder, er lässt sich jetzt wieder drehen. Ich schaue jetzt mal, ob ich das hier mit einer Hand zeigen kann, hier, ob er sich bewegt hier. Also er kommt jetzt wieder raus, so wie es sein soll. Er war wirklich bombenfest, also ich habe ihn ja eingesprüht gehabt, aber das alleine hat auch noch nicht, sag ich mal, das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich habe dann am Ende hier mal noch mit dem Lötkolben diese Achse warm gemacht, weil
das Fett da drin ist ja total verhärtet. Das ist ja immer meistens das Problem. Da gäbe es ja auch so Induktionsheizer aus China oder so, die kann man dann da drüber tun und dann erwärmt. Per Induktion wird es dann eben warm. Ja, ich habe jetzt so ein Ding nicht da, deshalb habe ich das jetzt einfach mit dem Lötkolben gemacht, wie es wahrscheinlich in den meisten Werkstätten früher auch gemacht wurde. Gut, das Problem hätte man nun beseitigt. Jetzt baue ich den Dreco wieder ein und dann legen wir das Skalenseil auf. Und da bin ich gespannt, weil ich habe schon die Vorahnung, sage ich einmal, dass das ein bisschen eine Friemelei wird, gell? Aber da schauen wir einfach mal, wie sich das ergibt. Auf jeden Fall, dieses Seil bekommen wir irgendwie aufgelegt, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, wie lange wir dafür brauchen. Gell? Also ich melde mich zurück dann, wenn das mit dem Seil gemacht ist und der Dreco eingebaut ist. Jetzt ist der Dreco hier wieder eingebaut und hier haben wir auch schon das neue Skalenseil drauf, ja. Es hat jetzt doch, ja, ich sage, ich lüge nicht, es hat jetzt 2 Stunden gedauert. Es war doch noch sehr zeitintensiv, da das, ja, sehr friemelig war, da überall ranzukommen, wo das Seil halt verläuft. Und dann ist es mir auch einmal gerissen, weil ich es zu arg gespannt habe. Und das hier, wie gesagt, das ist eine sehr friemelige Sache, da ranzukommen an den Dreco überhaupt. Ja, das ist so mein... Jetzt funktioniert es ja wieder, also wir können hier jetzt schön drehen hier, wenn wir schauen hier. Es funktioniert alles wieder schön, wenn ich am Rädchen drehe und der Dreco dreht wieder mit. Ja, da bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden. Das Einzige, was noch ist, das zeige ich jetzt, ist diese Sensortasten, die sind beleuchtet hier. Sehen wir es, die leuchtet und die andere nicht. Jetzt geht da drauf, leuchtet die auch. Die leuchtet auch, die auch, die auch. Aber die nicht. Das UKW natürlich, da ist natürlich durchgebrannt. Das gleiche haben wir auch bei den Stationstasten. Da ist es auch wieder eine Birne, die durch ist. Ich glaube, es war diese hier. Schauen wir mal. Ach, halt, jetzt muss ich erst auf Bereich umschalten. So, und dann die leuchtet hier, das sehen wir ja. Aber die nicht. Die anderen, die gehen alle. Also wie gesagt, die leider leuchtet nicht. Ich habe jetzt im Schaltball nachgeschaut, das sind 12 Volt Glühbirnen mit 30 mA. Jetzt schaue ich mal, ob ich da welche habe, die ich da reinbasteln kann. Also diese Einheit, da kommt man sehr einfach ran. Das kann man rausziehen, also das Ganze. Und dann kann man von hinten dann, dahinter befindet sich die Lampe. Und die kann ich dann einfach auslöten. Hier wird es, glaube ich, so sein, dass man da diese Schraube da und... diese Schraube da lösen muss, dann können wir das auch rausnehmen, die ganze UKW-Senderspeichereinheit. Aber ich bin jetzt froh, dass das mit dem Skalenseil gemacht ist. Ja, ich hatte es ja schon fast vermutet, dass es etwas langwieriger sein wird, da das, sage ich mal, ja, wie gesagt, bei dem Dreco da, das ist halt ein bisschen friemelig, da das alles einzufädeln und deshalb war es etwas zeitintensiv. Aber gut, jetzt kümmern wir uns noch um die Birnen da. Und dann müsste die Sache hier fertig sein. Und reinigen tun wir es noch am Ende. Weil da hinten da ist es noch sehr staubig. Gut, dann machen wir das jetzt noch schnell. Ich habe jetzt diese Glühbirne da in meinem Fundus gefunden. Leider steht nichts zur Spannung drauf. Deshalb machen wir jetzt einfach den Test. Wir löten es halt jetzt einfach ein. Wenn sie durchbrennt, dann war es die falsche. Wenn sie einigermaßen leuchtet, dann lassen wir sie drinnen. Ja, weil ich sage mal, diese Birnen hier, ich habe jetzt nicht vor, unbedingt extra neue Birnen zu kaufen, aber die stecken da drinnen. Bei den Stationstasten schaut es ein bisschen kompliziert aus. Die stecken hier drinnen. Da sieht man zum Beispiel ganz, kann man den Glaskörper erahnen, da unten. Die stecken da drin. Das ist sehr, ja, es ist ein bisschen friemelig, aber trotzdem lobe ich mir Telefunken. Man kann dieses Ding, diese Platine einfach abstecken. Das ist servicefreundlich gemacht. Der Lampenwechsel wird jetzt halt vielleicht wieder ein bisschen fummelig, aber das probieren wir jetzt aus. Ich löte jetzt die Lampe ein und hoffe einfach, dass es die richtige ist und dass sie nicht gleich durchbrennt. Schauen wir. Was anderes können wir jetzt eh nicht machen. Ja, ich meine,
die Birnen, die liegen halt da in der Kiste rum. Ja, leider steht halt nichts drauf. Egal, wir probieren es jetzt aus. Ja, ich habe nun das Telefunken-Studio hier wieder in sein Gehäuse fertig eingebaut. Die Reparatur mit den Lampen ist übrigens geglückt und es hat auch nicht so lang gedauert, wie ich angenommen hatte zunächst. Und was noch viel erfreulicher ist, die Lampen, die ich eingelötet habe, sind nicht durchgebrannt, es waren die richtigen. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen ein Glück, aber das braucht man manchmal auch bei solchen Dingen. Ja, jetzt seht ihr mal dieses schöne Telefunkengerät hier in seinem Gehäuse wieder. Und ich würde sagen, jetzt schalten wir es einfach mal an und schauen, wie dann die Beleuchtung wirkt. Weil das ist ja auch eigentlich, ich sag, so schaut es jetzt noch etwas finster hier aus, aber sobald hier die Kontrolllämpchen angehen, schaut die ganze Sache doch schon viel schöner aus. Dann schalten wir jetzt mal an hier. So. Hier haben wir unsere... Hoppala. Bevor hier der Radio gleich losspielt. Hier haben wir unsere Aussteuerungselemente vom Kassettenrekorder eben. Die sind eben auch beleuchtet hier. Unsere Skala. Und hier sehen wir schon die Sensortaste für UKW. Die leuchtet schon. Das freut mich. Hier unser Kassettenfach. Ja, also, dann schalten wir, machen wir hier mal etwas lauter die Musik hier. Hier können wir übrigens auch die Bässe ein bisschen verstellen. Gut, da habe ich jetzt nichts eingespeichert auf dem Sender. Aber wie gesagt, jetzt hier haben wir Stereo. Natürlich rauscht es jetzt ein bisschen. Ich kann jetzt hier auch auf Mono umschalten. Da geht's weg natürlich das Rauschen, aber dann haben wir dafür nur noch Mono. Hier haben wir hier unseren Dolby-Schalter eben für den Kassettenrekorder und hier die Aussteuerungsregler für die Aufnahme. Schauen wir mal hier um auf Kassette. Schauen wir mal hier, was wir da haben. Ja, das ist voll schön hier, muss ich sagen, mit diesen Betriebszustandsanzeigen hier. Mal ein bisschen die Bässe hier wegnehmen, ein bisschen. Das Kassettenband ist auch schon ein bisschen älter. Ja. Also ich mag diese 70er Jahre Kassettenrekorder eigentlich gerne irgendwie. Das schaut noch schön aus. Mir gefällt es. Also ich muss sagen, diese Anlage hier, diese Stereoanlage, die ist eigentlich der Firma Telefunken besonders gut gelungen. Vom Design her, ich finde das schön. Könnt ihr mal sagen, wie euch das gefällt hier, dieses 70er Jahre Design hier. Hier übrigens, nochmal hier den bisschen wieder leiser. Den Kennern wird es vielleicht schon aufgefallen sein, UKW geht bis 108. Das ist für 70er Jahre und Telefunken eher selten. Also meistens ist es ja so, dass die nur bis 104 gehen. Gut, für mich ist es jetzt irrelevant, ob die bis 104 oder bis 108 gehen, weil ich sag mal, in dem Bereich da zwischen 104 und 108, da senden Sender, das sage ich einmal, die nicht meine Musik spielen. Also von dem her ist es mir eigentlich gleich. Ja gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und melde mich in einem der nächsten Videos dann wieder. Das heißt, im nächsten Video melde ich mich dann wieder. Also dann, Servus. Dann schalten wir hier mal noch ab hier. So. Ach, hier übrigens der Telefunkenschriftzug und Anschlüsse für Kopfhörer.